Ein Chaos, jeweils eine Stunde drauf, bei Abflug und bei Ankunft. Bitte beachtet die zweite Karte, da gibt es herrliche Bilder aus der Luft und helft mir vielleicht. Endlich nach einer Stunde laufen wir in die Maschine. Enter to the buckle at the front and pull the strap tight. Upon leaving the aircraft through the emergency exits. Auch hier auf dem Rollfeld, wir warten und warten und werden rechts überholt, bis wir irgendwann endlich mal los können. Hier ein toller Blick auf die Vasco da Gama Brücke. Hier sind wir über die A12 mit 6 Fahrstreifen auf der zweitlängsten Brücke der Welt eingefahren nach Lissabon. Diese Schrägseilbrücke über den Tejo verbindet die gegenüberliegenden Stadtteile mit der City, wurde zwischen 95 und 98 erbaut, nämlich zur Expo 98. Ist über 17 Kilometer lang, hat eine Spannweite von 420 Metern und die Pylone sind jeweils 155 Meter hoch. Während des gesamten Fluges Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Das geht auch dann, wenn die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. So, und wo wir jetzt in Spanien einfliegen, später dann über Frankreich fliegen und rechts abbiegen nach Düsseldorf und die Sonne dann untergeht, warum eigentlich nicht anstatt der Motoren einmal in das typisch portugiesische, nämlich den Fado, hineinhören. Thank you.
So, es ist dunkel und wir sehen unten viele Lichter. Wie ihr gesehen habt an der Karte, machen wir eine riesen Schleife über das Ruhrgebiet. Und es wäre ganz toll, wenn ihr mich wissen lassen würdet, wenn ihr eure Stadt erkennt oder bedeutende Bauwerke und, wie sagt man heute, Landmarks, Stadien oder was auch immer. Da wäre ich euch sehr dankbar dafür, wenn ihr mir das mitteilen könntet, denn dann kann ich das einfügen. Genießt jetzt die Aussicht auf die Lichter, die gar nicht so schlecht war im Rahmen unseres weitläufigen Anfluges. Meine Damen und Herren, nur zur Landung möchten wir die Kabinenbeleuchtung abdunkeln. Ein persönliches Düsenlicht befindet sich schwerstens. Vielen Dank. TGS von Landing Gerät of the Cabin Light, the Passer Reading Light is located above your seat.
Gäste, herzlich willkommen auf dem Flughafen Düsseldorf. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Abstandszeichen ausgeschaltet worden sind. Danach dürfen Sie auch gerne den Flugmodus Ihres Smartphones oder Tablets wieder deaktivieren. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer gleich vorsichtig, da Gegenstände verrutscht und herausfallen können. Im Namen der gesamten Besatzung möchten wir uns nun von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute mit Eurowings geflogen sind. Wir möchten uns für die entstandene Verspätung entschuldigen und hoffen, dass Ihnen dadurch nicht als große Unannehmlichkeiten entstehen werden. Trotzdem wünschen wir Ihnen an dieser Stelle. Warum die Maschine jetzt nicht am Terminal hielt, sondern fast vor dem Flughafenbahnhof, weiter weg vom Terminal geht es kaum, ist mir ziemlich unverständlich. Ja, und dann kam der nächste Klopper. Bitte setzen Sie sich wieder hin, meine Damen und Herren. Wir haben keine Treppe. Insgesamt Flug circa 3 Stunden, vorher 1 Stunde im Flugzeug gesessen und jetzt wieder 1 Stunde im Flugzeug gesessen. Nicht nur für mich, auch für viele andere, mitten in der Nacht, verbunden mit vielen, vielen Unannehmlichkeiten. Das war nix.